Hallo und herzlich willkommen bei Do-It-Yourself Inspiration. Einige von euch hatten sich gewünscht, dass ich mal wieder was mit Fimo mache. Und ich werde heute ein Schaf aus Fimo machen. Dafür habe ich hier weißes Fimo, dann für die Beine und fürs Gesicht braunes Fimo und eine weitere Farbe. Ich habe hier so ein hellblau und zwar für die Augen. Da könnt ihr natürlich auch irgendeine andere Farbe nehmen. Ihr könnt natürlich auch ein schwarzes Schaf machen oder das Gesicht in einem anderen Ton. Also das sind jetzt einfach nur Farben, die ich mir ausgewählt habe, weil ich sie da habe. Da sind euch also auch wirklich keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt natürlich auch ein buntes Schaf machen oder so. Und hier habe ich so ein Holzstäbchen. Das brauche ich, um eine Struktur hinter in das Fimo reinzukratzen. Dann habe ich hier noch ein Messer, womit ich mir jetzt mal ein Stückchen hier abschneide. Von einem Weiß braucht man relativ viel. Das soll ja eigentlich so der ganze Körper werden. Deswegen schneide ich mir jetzt hier so ein ganzes Stück ab. Und das muss ich dann jetzt erstmal sehr gut kneten. Das ist ja mal recht hart, deswegen das dauert ein bisschen, bis das jetzt weich ist. So, ich habe das jetzt sehr gut geknetet und es ist jetzt ja, weich geworden und ich kann daraus was formen. Das Blöde ist bei weißem Fimo immer, ich habe ja nicht ganz saubere Hände, wenn ich hier am Basteltisch bin. Und auch hier die Oberfläche ist leicht ein bisschen dreckig und das ist ganz empfindlich und wird ganz schnell, so man sieht so ein bisschen, dass es so ein bisschen so einen Graustich bekommt. Deswegen, wenn ihr mit weißem Fimo arbeitet, am besten immer noch mal gut die Hände waschen, am besten eine ganz saubere Arbeitsfläche haben, damit das nicht so gräulich wird. Sieht jetzt auch nicht schlimm aus, aber wer es wirklich ganz weiß haben möchte. Ich habe mir das erstmal so in so kleinere Teile geteilt und habe hier einzeln geknetet und dann hinterher alles zusammengeknetet. Dann geht es auch einfacher. Manchmal hilft es auch, wenn man es einfach so ein bisschen in den Händen hält und es ein bisschen warm wird und dadurch wird es dann auch weicher und kann besser geknetet werden. So, und mit dem Weiß werde ich jetzt erstmal so eine, ja, eine Kugel, also so nur etwas wie ein Ei formen. Ein weißes Ei. So. Und hier vorne drücke ich das Ganze jetzt so ein bisschen platt. Und das Ganze noch so ein bisschen so zusammen. Das lege ich mir erstmal hier zur Seite. Und jetzt ist braun an der Reihe. Da brauche ich ja nicht ganz so viel. Habe ich schon hier ein Stückchen. Ein bisschen mehr, nämlich so einen kleinen Würfel hier. Und knete den erstmal gut. Ich werde gleich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr brauchen. Aber das ist erstmal der Kopf. Und das muss jetzt auch erstmal wieder weich werden. So, ich habe das Ganze gut geknetet und habe daraus so eine kleine Kugel geformt. Und die mache ich jetzt auch so ein bisschen platt, ein bisschen oval. Und die kommt jetzt hier so unten drunter als Kopf. Ich drücke das Weiße jetzt hier noch gut dran, aber auch da sieht man wieder, wenn man ein bisschen braun erst angefasst hat und dann weiß, wird das ganz schnell so ein bisschen ja, dreckig. Jetzt hier so gut reingearbeitet. Das Ganze ist jetzt so ungefähr so recht gleichmäßig. Also hier ist das Weiße und hier die braune Kugel. Hier am Ende forme ich jetzt mal noch so ein bisschen das hier raus zu so einem Schwänzchen hier. Und hier oben forme ich das noch so ein bisschen, dass das Ganze ein bisschen wie der Kopf aussieht. So. Jetzt kommen die Füße als nächstes. Dafür nehme ich mir wieder ein bisschen braun und knete das erstmal gut und teile das dann hier in vier Teile, damit ich vier Beine machen kann. So, auch das ist jetzt gut geknetet. Und ich habe das jetzt erstmal so ein bisschen zu so einem Wurm ausgerollt und den teile ich mal einmal in der Mitte und dann jeweils nochmal hier in der Mitte, sodass ich vier Teile habe.
Und die forme ich jetzt immer zu kleinen Kügelchen. So. Die Kügelchen mache ich dann so ein bisschen, ja, wie so ein Zylinder. Und setze die hier unten als Beine drunter. So, da steht mein Schaf auf seinen vier Beinen. Jetzt mache ich die Augen und ja, dann muss ich noch das Fell ein bisschen aufrauen. So, ich habe zwei ganz kleine blaue Kügelchen geformt und die werde ich jetzt hier vorne als Augen dran setzen. So, jetzt mit dem Stäbchen kann ich ja erstmal hier vorne noch ein bisschen die Augen. Hier mache ich noch so eine kleine Delle rein, damit die so ein bisschen aussehen, als hätten sie Pupillen. So. Und Nasenlöcher. Und einen kleinen Mund. So, und dann stelle ich das Schäfchen mal wieder hin. Und mache jetzt. Ach so, man sieht es gar nicht. So. Mit der Spitze hier kratze ich hier überall so rein. Damit das so aussieht, als wäre das so wuschelig. So, mein Schäfchen ist jetzt fertig und ja, ich zeige es euch nochmal. Das muss jetzt natürlich noch in den Backofen, damit das so gebrannt wird. Und dann kann man sich das hinstellen oder verschenken. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Ich habe ja schon mal ein Schweinchen gemacht, jetzt habe ich noch ein Schäfchen. Ob ihr das vielleicht nachmachen wollt, ob ihr noch Ideen habt, was ich mal mit Fimo machen soll. Weil ihr habt euch immer gewünscht, dass ich was mit Fimo mache, aber gar nicht so genau gesagt, was ich damit machen soll. Also ihr könnt ja mal Wünsche äußern, was ich dann als nächstes mit Fimo mache. Und ja, drückt auf den Daumen nach oben, wenn ihr das Schäfchen niedlich findet. Und schaut auch meine anderen Fimo-Videos. Ich habe ja schon ein paar Sachen mit Fimo gemacht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration. Tschüss!